Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du, lass das! Oh, oh, das gibt jetzt Ärger. Willkommen zu einer neuen Folge von Lego City Undercover und es geht direkt weiter mit Chase McCain. Polizeiangelegenheit. Ganz genau, mit einer Polizeiangelegenheit. Wir schnappen uns kurzerhand dieses Motorrad und fahren zu unserem nächsten Einsatzort. Denn am Ende der letzten Folge haben wir einen neuen Auftrag bekommen. Von unserem Chief, von Dunby. Er sagte nämlich, dass wir auf den Weg in den Bezirk von Chans gehen sollen. Also Chans Leute, die wollen wir heute nämlich dingfest machen. Doch, damit wir überhaupt Beweise haben, brauchen wir Fotos. Sprich, Beweisfotos. Und genau das werden wir heute machen. Wir haben nämlich auch in der letzten Folge von Ellie Phillips ein kleines Update bekommen, mit dessen Hilfe unser Kommunikator jetzt auf Fotos schießen kann. Das ist ziemlich praktisch, vor allem wenn wir gerade Chans Leute dingfest machen wollen. Ob das alles klappt? Das werden wir wahrscheinlich gegen Ende dieser Folge erfahren. Aber mal sehen, was alles bis dahin passieren wird. Jetzt geht es erstmal so schnell wie möglich zum Einsatzort. Und ich muss sagen, mit dem Bike, mit dem Motorrad hier, naja, dauert das ein bisschen, nicht wahr? Oh, ein Müllwagen. Vielleicht sollten wir mal das Auto wechseln. Da sind wir ein bisschen schneller unterwegs. So. Das haben wir uns nur ausgeliehen. Da saß zum Glück niemand drin. Aber trotzdem sollte man sowas nicht machen. Aber ich glaube, es ist ein bisschen schneller. Leider ist es kein Auto, das die Nitro-Funktion innehält. Das heißt, wir können keinen Turbostart einsetzen. Aber immerhin. So, wir fahren wieder am Straßenrand. Nicht um die Passanten hier zu ärgern, sondern damit wir wieder Regenbogenfarben leuchten können. So, oh, die Arme, die stoßen sich noch alle die Köpfe an den Wänden. Seht ihr das? Aua, das muss wehtun. Okay, mich stört's nicht, wir leuchten jetzt. Das bedeutet, es gibt einen großen Bonus für die Stats, die wir einsammeln. Rechts oben alles mal 5. Sehr gut, und wir können auch Autos super stark wegschleudern. Also wenn das mal nicht praktisch ist, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt sind wir gleich auch im Bezirk von Chan. Da vorne, da ist die Parade. Hier in dieser Parade fahren wir kurz vorbei. Und dann geht es noch nach rechts. Da seht ihr schon die Kirschbäume, Sakura-Bäume. Und da werden wir dann in Chans Bereich sein. Da vorne ist schon der Einsatzort. Na, perfekt. Gleich haben wir es geschafft. Kabum. Und wir sind da. So. Freigeschaltet, die Fotokamera. Wenn ich die Fotos mache, informiere ich mich wohl lieber, welche Jobs geplant sind. Wenn ich die Nudelbar gegenüber von Chans Schrottplatz beobachte, bekomme ich vielleicht mit, was sie für heute geplant haben. Hm, das ist eine wirklich sehr, sehr fabelhafte Idee. Die Frage ist nur, wie wir da jetzt hochkommen. Ah, da wird es schon gezeigt, was wir machen müssen. Entschuldigung, ich wollte sie nicht schubsen. Hier der Hinweis, falls euch das Video gefällt, lasst doch einen Daumen hoch da. Das würde uns sehr freuen. Vielen lieben Dank dafür. Oh, weia, hier brauchen wir etwas. Ich glaube, wir haben jetzt nicht die passende Waffe, oder? Ah, nee, da unten. So, dann schauen wir kurz rein. Und holen uns mit dem Farbwechsler die passende Waffe, damit wir oben das deaktivieren können. Perfekt. Da ist noch ein Superstein. Nehmen wir natürlich mit. Und dann können wir jetzt hier an den Häusern entlang klettern. Mal schauen, was da ist. Jetzt deaktiviert. Irgendwie ist nichts passiert. Aber wir sind zumindest drüben. Ah, da fährt einer von Chans Leuten. Ich frage mich, was die jetzt planen. Bin sehr gespannt. Oh, toll. Ja, meine Ahnung scheint sich zu bewahrheiten. Okay. Schaut mal, Chans Leute scheinen vor den Ah, okay, sie gehen sogar in die Nudelbar. Ich frage mich, was sie da aushacken. Wir sollten auf jeden Fall den Audioscanner einsetzen und herausfinden, was sie planen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Also, mal gucken. Okay, Leute, es ist mal wieder soweit. Wir müssen die Jungs ausbezahlen, die für uns die Karren klauen. Also hört zu. Ping.
du triffst dich mit Ray auf dem Balkon der Apotheke. Lee, Bobby wartet auf dich in der Gasse beim Schrottplatz. Und Feng, du wirst eine seltene Karre von Blake beim Limousinenladen in Empfang nehmen. Wenn ihr alles kapiert habt, verhaltet euch einfach ganz ruhig. Sehr gut. Dann ab mit euch. Es würde wohl mehr für uns abfallen, wenn wir die Karren gleich selbst klauen würden. Drei Verbrechen an drei verschiedenen Orten. Wie in aller Welt bekomme ich jetzt Fotobeweise für die alle? Moment, vielleicht klappt es ja aus der Luft. Wenn ich auf die Pagode im Park klettere, kann ich all diese Treffpunkte einsehen. Fabelhafte Idee von Chase McCain und genau das machen wir jetzt auch. Wir steigen auf die Pagode und werden von oben mit der Fotokamera im richtigen Moment ein paar Fotos schießen. Was esse ich denn heute Mittag? So, dann mal sehen, wie kommen wir jetzt da in diesen Irrgarten herein? Schau mal, da vorne ist auch der Limousinenladen. Das kommt uns doch alles sehr bekannt vor. Okay, hier haben wir die Pagode. Und hier müssen wir jetzt auch irgendwie hinaufklettern. Was sind das für komische Leute? Sind die irgendwie auf einem Karnevalfestzug? Sehr schön. Man sieht hier einfach einen Gorilla vorbeilaufen. Natürlich einen kostümierten. Okay, wir klettern nach oben. Die Leiter nehmen wir noch. Und dann haben wir eigentlich einen perfekten Ausblick. Mal sehen, ob Pink schon bei der Apotheke ist. Fotos zu schießen, genau. Und da hätten wir Foto Nummer 1. Wird sich als sehr nützlich erweisen. Jetzt können wir den Bootsdiebstahl zu dir zurückverfolgen, Ping. Als nächstes Lee in der Gasse. Genau, Lee in der Gasse steht da drüben. Machen wir auch kurz ein Foto. In Flagranti erwischt, Lee. Böser Junge. Jetzt brauche ich nur noch Feng, wie er das gestohlene Auto entgegennimmt. Ganz genau. Und dann haben wir noch Feng. Der steht da unten. Okay. Oh Mist. Das ist Feng. Aber das Auto ist nicht gut genug zu erkennen. Ach, ich muss näher ran. Na gut. Ich hoffe, es passiert nichts Schlimmes. Da ist das Auto, aber da sind auch eine Menge Leute aus Chans Gruppe. Sind wir vorsichtig, ja? Das ist definitiv der gestohlene Wagen. Hey, du, lass das! Oh, oh, das gibt jetzt Ärger. Und eine kleine Schlägerei hier auf der Straße. Gut. Wow, Vorsicht! Chase! Wow! Oh, guter Trick. So, jetzt kann die Müdigkeit vorschützen und immer schön die rechte... Wow! Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind gar nicht ohne. Vorsicht, Chase! Wow, gut geschützt. Nimm das! Haben wir dich. Boah, das war ein guter Treffer. Nimm das. Finish Move. Perfekt. Wir sollten uns das Auto schnappen. McCain? Chief? Ich sehe mir gerade deine Fotos an. Geh nicht davon aus, dass du dir als Fotograf eine zweite Karriere aufbauen kannst. Aber als Beweismittel sollten die Fotos reichen. Ich fühle mich fast geschmeichelt. Ein paar unserer Jungs nehmen gerade die anderen Gangmitglieder fest, die du fotografiert hast. Wenn dich Chan anruft, weißt du von nichts. Er soll keinen Verdacht schöpfen. Zumindest so lange nicht, bis einer seiner Leute gesungen hat. Geht klar, Chief. Freigeschaltet, die Kamera. Und die werden wir jetzt auch gleich testen, weil das so vom Spiel verlangt wird, auch wenn es nebensächlich ist. So, das ist die geklaute Karre, die nehmen wir natürlich mit, weil sie echt Schub hat und super schnell fahren kann. Und Moment. Wir müssen jetzt nämlich Fotos machen. Das schneide ich aber für euch raus, weil ihr das eh nicht sehen könnt. Das passiert nämlich alles auf dem Wii U Gamepad. Und das ist auch nicht so wichtig für den Spielverlauf. Genau, hier haben wir noch ein Foto gemacht. Und da vorne werden wir noch eins machen. Und dann haben wir das soweit durch. So, wo halten wir am besten kurz? So, hier am Rand. So, kleinen Moment. Perfekt. Dann hätten wir alle Fotos soweit. Und jetzt können wir mit der Geschichte fortfahren. Hier kriegen wir nochmal den Hinweis, dass wir das auf dem Wii U Miiverse in der Galerie sehen können. Und der nächste Kapitel. Kapitel 7. Ein klitzekleiner Auftrag für Chan. Das nächste Kapitel natürlich. So. Wir kriegen einen Anruf. Fahrer! Ich weiß von nichts. Keine Sorge. Die meisten meiner Leute sind Idioten. Aber nicht du! Dich finde ich gut! Wart mal, das kam jetzt falsch rüber.
Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ja, ich hab da was für dich. Fahr zum Crescent Park, Kai. Sofort! Freundlich wie immer. Ja, der arme Chase McCain, so richtig freundlich wird dich hier nie behandelt. Aber gut, ich glaube, unter Bösewichten ist das normal, dass man nicht unbedingt freundlich ist. Schade eigentlich. Naja, gut. Eigentlich soll es ja auch keine Bösewichte geben. Wow, ein Dinosaurier. Oder ein kostümierter. Okay, auf geht's zum nächsten Einsatzort. Mal sehen, was wir da machen werden. Das haben wir jetzt nicht in Erfahrung bringen können. Aber gut, ich bin gespannt. Das geht wieder hier zurück im Bereich von Chan. Aber wir werden hier nicht halten, so wie es aussieht, sondern fahren weiter. Ich frage mich, was wir diesmal für einen Auftrag entgegennehmen werden. Irgendetwas führen die doch im Schilde. Hoffentlich müssen wir nicht wieder eine große Sache klauen. Denn ihr wisst ja, die Polizei muss für alles aufkommen. Später in die Werkstatt. Zum Glück haben wir das Go und die Genehmigung von der Bürgermeisterin. Ich glaube, sonst hätten wir ein großes Problem. Okay, perfekt. Vorsicht! Wow! Toll, das haben die jetzt beim letzten Mal aufgebaut und wir haben es wieder kaputt gemacht. Oh nein, oh nein, oh nein! Oh nein! Ich stehe an der Kante. Schade. Oh nein, wir hatten so ein tolles Auto. Jetzt fahren wir leider mit so einer lahmen Kiste. Na toll. Ganz ohne Turbo. Naja. Tut mir leid. Oh, Chase. Warum nur? Naja, es bringt nichts zu jammern. Wir sollten einfach weiter. Chan zählt auf uns. Ich hoffe, er hat nicht mitbekommen, dass wir auch parallel für Vinnie Pappalardo arbeiten. Wie wir ja in den letzten Folgen sehen durften. Da haben wir uns das Vertrauen aufbauen können. Ich frage mich, wann er wieder anruft. Und wieder einen neuen Auftrag für uns hat. Aber bis dahin fahren wir einfach mal zu Chan, beziehungsweise zum nächsten Auftrag. Wow, Vorsicht. Ah, jetzt geht es hier durch den Park. So, dann parken wir hier. Und da vorne geht's auch schon weiter bei der Polizeimarke. Also, wir dürfen gespannt sein. Bist du schon da? Ja. Feng sollte das machen, aber ich finde ihn einfach nicht. Li, Fu und Ping auch nicht. Holen die alle Kaffee? Wieso? Ist meiner denn schlecht? Niemals! Irgendwas geht vor sich und ich hab nur noch dich. Und diesen Haufen Tölpel! So, da all meine Leute unauffindbar sind, bist du also der Glückliche, der diesen Job machen darf. Um was geht's? Die Einzelheiten gibt's später. Vorerst bleibt die Sache geheim. Mein Boot liegt am Kai. Nimm es und fahr zur Apollo-Insel. Sofort! Wir sollen zur Apollo-Insel? Aber Moment mal, da finden doch die Mondstartungen statt. Mondlandungen, Mondstart. Habe ich Mondstartungen gesagt? Das Wort gibt's nicht. Oh weia, jetzt erfinde ich schon Wörter. Okay, freigeschaltet. Boote. Und damit kommen wir zur Apollo-Insel. Da starten die Raketen, die in den Mond fliegen. Oder zum Mond. Ich bin gespannt, was da wohl auf uns wartet. Und vor allem, was Shen dort möchte. Warum sollen wir zur Apollo-Insel? Gibt es da irgendetwas Wichtiges für uns? Ich behaupte mal nicht. Aber wir feiern hier gerade Premiere, wie ihr sehen könnt. Denn wir sind zum ersten Mal mit dem Boot unterwegs. Leider kein Schnellboot. Also es ist ein Schnellboot, aber kein Schnellboot mit Nitroladung, sodass wir schneller fahren können. Aber das passt auch so. Schöner Sonnenuntergang übrigens in Lego City. Kann man richtig genießen. Ein paar Kurven fahren. Wow. Das machen wir wirklich fabelhaft. Als würden wir nichts anderes tun, als ständig mit dem Boot zu fahren. Oh, was ist da vorne? Seht ihr das? Das ist eine rote Tür. Aber wir müssen sowieso hier nach links. Durch den kleinen Kanal. Denn dadurch kommen wir quer durch Lego City, weil wir ja zur Apollo-Insel müssen. Und die befindet sich nämlich auf der anderen Seite von Lego City.
Oh, was ist das hier für ein Kanalsystem? Super interessant. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier einige Räuber versteckt sind. Ist auch ein schönes Versteck, jetzt mal im Ernst, oder? Meine Frage an euch, wo würdet ihr euch als Räuber verstecken? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Was wäre für euch das allerbeste Versteck? Ich bin gespannt, was ihr schreiben werdet und vor allem, wie kreativ ihr seid. Aber nicht, dass mir irgendjemand schreibt, ich würde mich auf dem Mond verstecken, ja? Okay. Wo ist die Apollo-Insel? Ach, da vorne ist sie ja. Na, wir fahren aber trotzdem hier noch die Kurve. Wir können eigentlich ein bisschen abkürzen. Oder müssen wir den Stats folgen? So pingelig zumindest. Oh, oh, Vorsicht! Ellie, Chan hat mir einen neuen Auftrag erteilt und dieses Mal ist es wohl mit einem Sportwagen nicht getan. Fahre gerade zur Apollo-Insel. Was zum Geier soll Chan denn für Rex von dort besorgen? Keine Ahnung, aber diese Sache scheint wichtig zu sein. Ich hoffe auf eine richtige Spur. Eine dicke, fette Spur. Wir hören uns. Ja, das hoffen wir auch. Schön, dass... Wow, nicht, dass es einen Crash gibt. Hui, Glück gehabt. Oh, rechts ist ein Hovercraft, habt ihr das gesehen? Und da ist der Einsatzort. Wir sind angekommen. Die Apollo-Insel. Ein Anruf für uns. Nehmen wir sofort an. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Gut. Du musst was klauen. Und zwar einen Mondbuggy. Hä? Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke? Wäre super gewesen. Verschaff dir Zutritt zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Sollte mich besser verkleiden, um da reinzukommen. Ganz genau, denn so fallen wir auf jeden Fall auf. Verkleiden wir uns allerdings als Raumfahrer, sollte es nicht auffallen, dass wir, naja, dort nicht arbeiten. Okay, aber als erstes müssen wir uns Zutritt verschaffen. Schauen wir uns erstmal ganz kurz hier um. Okay, hier auf dem Turm geht es nicht, so wie es scheint. Und da vorne an der Tür ist ein Schalter. Ich glaube, der öffnet sogar das Tor. Hm, das war einfacher als gedacht. Umso besser für uns. Okay, dann war's das mit dieser Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn ihr die nächste Folge anschauen möchtet, klickt rechts oben oder rechts unten für einen Videovorschlag. Wird euch bestimmt auch gefallen. Die Links gibt es zudem in der Videobeschreibung. Und nicht vergessen, unbedingt abonnieren, sonst verpasst ihr was. Ciao!